Wunderschönen guten Morgen, guten Vormittag, je nachdem wie man es sagen möchte. Herzlich willkommen zu Professor Fitzwitzel. Und ja, es ist wieder soweit, wir werden dieses Spiel wieder für 2 Episoden lang spielen. Und wir sind stehen geblieben hier bei den regulären Levels, wo wir uns letzte Woche bei einigen Levels uns ein bisschen schwer getan haben. Mal gucken, wie es heute läuft. 21% haben wir hier abgeschlossen. Die Kids-Levels haben wir durch, die Alphabet-Levels haben wir durch. Die sind extra irgendwie, glaube ich, nicht auf 100%, weil man die nach eventuell dann normal machen könnte oder so. Weiß ich nicht, wie es da so läuft. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter mit diesem Level hier und sehen direkt schon hier. Es könnte lustig werden. So, wie starten wir? Hoppala! So starten wir definitiv nicht. Das bringt nichts. So, als erstes muss ich auf jeden Fall das machen. Dann. Ja. Das bringt mir nichts. Das muss ein anderer Weg her. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, was gemeint ist. Und zwar muss ich, glaube ich, so machen. Glaube ich mal. Ja. Dann so. Ah, ich hab's verstanden. Ah! Verkackt. Das war unkonzentriert. Also den Weg hatte ich raus, nur ich habe den letzten Schritt falsch. Bin den letzten Schritt falsch gegangen. So, dann machen wir es einfach nochmal. Also das war jetzt kein Schwertun, das war jetzt einfach nur Dummheit von mir. Und das jetzt gerade fast auch, aber wir haben es hingekriegt. So, erstes Level und gleich schon Dummheit gespürt, aber egal. Oh, ähnliches Level, hätte ich jetzt gesagt. So, ich nehme an, ich muss erstmal die Dinger hier aufsammeln. Dann muss ich, glaube ich, mal rüber. Ja, ich denke mal, das wird nicht falsch sein. Nee, das ist auch gar nicht falsch. Okay, ich habe es begriffen. Überlegen, der muss nach links zeigen, von daher so. Perfekt, okay, ich habe unbewusst die richtigen Nummern gerückt. Das war perfekt. So, zum Thema Minecraft heute. Ja, zum Thema Minecraft heute. Ich weiß noch nie genau uhrzeitig, wann ich starte. Es könnte 23 Uhr sein, es könnte aber auch erst ein bisschen später sein, also so ein bisschen in die Nacht vielleicht. Weiß ich jetzt noch nicht, aber es sind auf jeden Fall heute 6 Episoden geplant. Und ja. Also 6 Episoden sind heute geplant, heute mal wieder ein kleines Minecraft-Special, wo wir heute mal viel arbeiten werden. Und hoppala, was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab, da? Okay. Nee, das war gerade dumm. Was ist das jetzt hier für eine Schalterfabrik? Was muss ich machen? Muss ich das hier machen? Ah. Okay. Nee, das war auch nicht gedacht. Okay, habe ich falsch eingeschätzt. Ich muss irgendwie, glaube ich, dafür sorgen, dass er hier
dass irgendwie hier was stehen bleibt. Aber wie ich das jetzt mache, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ah, nee, das war auch nicht. Nee, war auch nicht gedacht gewesen so. Ja, muss ich hier das hier erst machen? Und dann, nee, das bringt ja gar nichts. Oder doch, das bringt schon was, aber ja, die Kiste ist falsch, weil ich falle dann ja direkt in der Kiste runter und dann passiert ja das und das wird nichts bringen. Also, ich muss es anders machen. Aber wie? Bringt aber nichts, ne? Oh Mann, das ist echt. Das ist wieder schon bitter. Das ist tricky, wo ich mir jetzt noch keinen Plan gemacht habe. Also, mit der Kiste würde ich ja runterfallen, das sehe ich ja ein. Aber wie muss ich es hier machen? Muss ich es so machen? Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, was ich mir überlegt habe. Warum ist der blaue Schalter eigentlich hier unten und nicht hier oben? Verstehe ich gar nicht. Um es schwieriger zu machen, verstehe wohl. So, die Kiste muss ich auf jeden Fall nach da schieben und dann würde ich mal mit der Kiste runterfallen. Oder was? Oder so? Nee. Da komme ich nur an einen Schalter weiter, aber nicht weiter. An einen Schalter weiter, aber nicht im Level weiter. So wollte ich das ausdrücken. Es muss irgendwie ein taktischer Plan her. Aber es geht nur das eine oder das andere. Nee, wieder nicht. Wie soll ich das bitte lösen? Kann mir das einer erklären? Nee, geht ja nicht. Ah, ich glaube, ich muss schnell reagieren. Aber schnell reagieren geht, glaube ich, gar nicht. Von daher mache ich es noch mal schnell. Na, nee, schnell reagieren. Schnell. Ich kann zwar Deutsch. Schnell reagieren geht hier gar nicht. Mann. Was ist denn jetzt los? Nee. Ich kann gar nichts machen. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Der ist schneller, der Blöde. Sechs Roboter. Wie soll ich das bitte hier machen? Wie soll ich das bitte hier lösen? Muss ich hier so nur machen? Ne, geht ja nicht. Er kann ja eine Kiste schieben. Ich muss irgendwie gucken, dass ich hier zwei Kisten nebeneinander hinkrieg. Aber wie? Aber wie? Weil ich falle hier mit der Kiste direkt runter. Nee. Geht gar nicht, es geht nicht. Wie soll ich das Level bitte machen? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja, nee. Ja, so kann ich schnell reagieren, aber wenn ich mich umdrehen kann, kann ich gar nichts. Ach, Leute. Ja, das weiß ich ja. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ja, das wird mir auch nichts bringen. Nee. Wie soll ich es bitte lösen, Leute? Kann mir das nur einer sagen? Mache ich was falsch oder was ist los? Nee, da kann ich ja, der kann es ja schieben. Das Ziel ist, glaube ich, dass er zwei Kisten hat und hier in der Mitte stehen bleibt. Aber wie ich das lösen soll, geht ja nicht. Hier würde ich ja direkt runterfallen. Warum hat man eigentlich hier einen Eisblock gesetzt? Weil hier falle ich. Direkt runter. Nee. Ach Leute, ich werde glaube ich erst die restlichen Minuten jetzt hier noch dran setzen, ey. Weil ich keine Taktik finde.
Nee, nimm mir ja gar nichts. Ich fahre ja mit der Kiste direkt runter, das ist das Problem. Ich kann ja nichts machen. Ey, es ist doch nicht wahr. Was muss ich hier machen, verdammt? Muss ich hier das machen? Nee, 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 nee. Aber das war schon mal ein bisschen eine andere Taktik. Aber wozu die Kiste bitte? Wartet mal, ich versuch's nochmal. Nee, das klappt nicht. Es klappt auch nicht irgendwie, dass die Kiste hier auf den Roboter liegen bleibt. Das geht nicht. Ich brauche beide Kisten. Aber wie soll ich das bitte lösen, verdammt? Ich hört schon an meine Stimme. Ich verzweifle hier an den. Nein, hat mir auch nichts gebracht. Ey, Leute, das ist doch echt hier eine Scheiße. Wie kann ich es bitte schaffen, dass die Schalter hier offen bleiben? Ey, das ist echt ein dummes Level, ganz ehrlich. Das ist echt dumm. Nee. Der kann jetzt eine Kiste schieben, das ist es ja, dein Roboter. Ich kann auch eine Kiste schieben, aber nicht zwei. Aber wie soll ich das bitte schaffen mit zwei? Nee. Ich kann hier noch tausend Möglichkeiten probieren. Ja, siehst du, das war auch gar nichts. Ey, vor allem da ein Eisblock, ey, das ist so dumm. Warum Eisblock? Warum? Wozu? Wozu? Wozu, frage ich mich. Weil ich feier. Das ist ja das Ding. Ich feier mit der Kiste direkt runter. Dann würde ich hier. Ja, bringt mir nicht. Bringt mir gar nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann hier noch etliche Wege versuchen. Kann nichts bringen. Ich glaube, irgendwo muss irgendwie, irgendwie, irgendwo, irgendwann, wie man so schön sagt, muss eine. Wartet mal, ich habe eine Idee. Hoffentlich klappt die. Aber nee, klappt ja nicht. Ich kann ja mit der Kiste nicht rollen, das ist es ja. Ich kann nur so machen. Dann hätte ich ja irgendwie hier eine Kiste noch gesetzt. Aber nee, geht auch nicht. Nee. Also es muss eine Kiste hier, hier, hier und dann muss der Roboter stehen bleiben. So habe ich es verstanden. Aber wie soll ich es bitte lösen? Ich soll nicht da stehen bleiben. Oh, ich mache mal kurz mal einen Cut.